Denn Zubat kämpft nicht. Sundown! So, ich muss ja mal testen. Vielleicht, wie viel Schaden macht Klatzer? Klatzer macht so viel Schaden. Oh, jetzt habe ich aus Versehen nochmal Klatzer gemacht. Okay, ups. Nein, 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 warte. Er benutzt Thunder. Ja, crazy shit. Oh, wie niedlich. Kratzer, und das hier ist ein... Der Schneider ist auch eine normale Attacke. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass der Schneider gegen Sandan effektiver ist, als die Attacke, die Sandan selbst hat. Und BANG! Sieg! So, an dieser möchte ich wirklich das Viech wechseln. Final Dragido setzt Habitat ein. So, Quapso! Aber ich hätte, eigentlich hätte ich das gegen Sandan gerade Ding jetzt einsetzen müssen. Und, Kopfnuss, Normalattacke. Ja, dann hat mein Viech immerhin auch eine Normalattacke. Oha! Effektiv! Effektiv! Zack! Quapsel hat eigentlich Level 13. Quapsel hat Aquaknorrel! Yes, jetzt habe ich mal eine Wasserattacke! Warte mal, was setzt der ein? Egal, ich bleib dabei. Nein, ich meinte, ich bleib dabei. Habitat in den Kampf. Kopflos. Donk. Voll weggebasht. Jai. Ein Teil nach Hause. Ich werde noch härter trainieren. Ich möchte doch eine Arena-Leiter werden. Oha, möchte ich den ganzen Tag auf einer Stelle stehen und dort überhaupt rein gar nichts tun. So, was hier bitte hier für Kreaturen in der Class? Ein Hund mit Kleid, Snubbull. Ein wilder Hund mit Kleid. Super Shell! Dun, es ist verwirrt. Und deswegen benutzt es Charme. Zubats Angriff sinkt stark. Ja, dieses Ding ist wirklich sehr charmant. Hutut. Du bist dran. Snowball ist verwirrt. Benutzt Totenschlag. Ja, das ist Verwirrung. Totenschlag benutzt, verwundert mich nicht. Zack. Ich muss aufpassen, dass es sich nicht selbst an der falschen Stelle selbst verletzt. Wenn es sich zum Beispiel jetzt nochmal angreife und es sich dann selbst verletzt, dann ist es erledigt. Deswegen benutze ich auch den Pokéball jetzt. Zack, toll, ich habe einen Snowball. Eigentlich ist es ein feiges Pokémon. Es brüllt seine Feinde an, um so seine Angst zu verbergen. Ja, es hat ja auch ein Kleid an. Natürlich ist es feige. Soll ich noch weiter rumlaufen? Oh. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Ich könnte irgendeins von meinen Viechern, die ich da irgendwo habe, da reinstecken. Pokémon Matthias. Pokéfan Matthias. Möchte kämpfen. Benutzt das Pokémon neben dir. Ha! Pokéfan Matthias benutzt nur wohl in den Kampf. Ja, sowas habe ich gerade gefangen, aber... Oh mein Gott, du hast es ja sehr hoch gelevelt. Komm, jetzt kämpfe ich nochmal gegen einen einzelnen Bull. Weil ich gerade nicht gewonnen habe, sondern es die Seiten gewechselt hat. Pokémon! Dann. Hutut muss ein Level steigen. Und Werbersack. Nein, Werbersack ist fast tot. Dem kann ich nicht weiter kämpfen. Also Hutut. Hutut hat gerade schon den Kampf entschieden. Und wenn es jetzt diesen Kampf gewinnt, ist ein Level steigen. Und vielleicht wird es irgendwann kein einbändiges Monster mehr sein. Zack. Ist es nur Bodenviech? Nee, sieht nicht danach aus. Zack, mein Angriff sinkt stark. Vielleicht sollte... Nee, wenn ich benutze lieber die Flugattacke, aber mein Angriff stark sinkt die ganze Zeit. Oh, wow. Das war mal was. Das macht den Kampf fast spannend. Oh mein Gott, das hat eine Chance zu gewinnen. Oh mein Gott, es hat gewonnen. Ah, es war das Charme. Sehr gut. Sehr gut, dass sie ihre Attacken einfach komplett zufällig benutzen. Level 13.
Pokéfan Matthias wurde besiegt. Warum muss es auf diese Weise enden? Warum? Boah, 1000 krieg ich von dem Kerl. Holy shit. Danke, danke. Hast du Lust auf einen Übungskampf? Nee, ich kämpfe nur real. Nur true. Picknicker Gudrun. Also die Namen werden... Also... Ja. Hopsplos. Ja, sowas habe ich auch. Und es kann absolut nichts. Super schön. Es ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, komm, so, komm mal, zumindest das kann es. So, jetzt alles aus der Webertag-Level. Eigentlich muss ich mit Quapsel weiterkämpfen. Obwohl, nein. Ah, doch, mit Quapsel. Quapsel, komm in den Kampf. Oh, Wasser gegen Pflanzen ist effektiv. Oh, Synthese, soll klar. So, Hypnose, Kopfstoß. Aquaknarre. Paching. Und, ne, Attacke ist nicht sehr effektiv. Habe ich mir doch gedacht. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Also mach ich Hennard. Das ist effektiv. Das ist eine geile Attacke. Die hat sich genutzt zu lernen. Picknicker Gugu und setzt Hauptsprache ein. Möchtest du auch schon wieder hier auf das Ding zu klicken? Möchtest du das? Nein. Ich mach sie alle mit meiner Hennard fertig. Zack, bang. Und jetzt benutzt du einen Schlag. Geil, drei Hauptsprachs. Da kannst du auch, nein, ich möchte nicht wechseln. Bisasam. Oh, wie niedlich. Kopfnuss. Kopfnuss. Oh, Sackenhieb, das ist mal gar nicht so effektiv. Zack, der Sieg. So, jetzt laufe ich noch zur Pension weiter. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen. Wow, oh, wieder mal aufgeklickt. Das lohnt sich echt. Ich will noch irgendein anderes Pokémon treffen hier. Aber zumindest, wenn es normal ist, dass er ist, ich lade dann nicht weiter. Dann fliehe ich geradezu. Aber Level 10 lohnt sich eigentlich auch noch gegen Stampen. Aber ich müsste das Viech erst wechseln, weil sofort das Ding kann nicht gewinnen kann, weil er nicht antreffen kann. Ja, dann lasse ich's. Oha! Ein Gegner. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Glückwunsch. Willst du einen Keks? Kriegst aber keinen. Kriegst nur einen Superschall. Lorenz. Mankey. Oha. Ein Mankey. Das will ich auch haben. Ein Kugelaffe. Superschall. Tja. Meine Gegner müssen alle verwirrt kämpfen. Und zwar gegen Quapsaw. Affe-Knarre, Knarre mit... Obwohl, das könnte ein Bodenviech sein, der Affe. Ich bezweifle es. Was für ein Typ ist der Affe? Egal, Kopfnuss. Bang. Oha, das war ein knapper Sieg. Ich glaube, ich sollte mein Pokémon wechseln. Außer der Kampf ist schon vorbei. Ich glaube, der Kampf hält noch an. Yep, Lorden setzt Digda ein. Oh, Digda, komm. Nein, ich wechsle nicht. Wenn ich zuerst angreifen darf, habe ich den Kampf gewonnen. Aquaknarre. Quapsel, Aquaknarre, yes, Sieg. Oha, es hat überlebt. Puh. Ich benutze Zubat, komm, ich werde mit Zubat den Kampf gewinnen. Zack. Superschall. Benutzt Superschall. Benutzt Superschall. Benutzt Superschall, yes, endlich. Zack, Sieg. Super gemacht, Zubat. Teenager Lorenz wurde besiegt. Nein! Es gibt noch bessere Trainer! Oh, echt jetzt? Oh, really? Guck mal, von dem kriege ich jetzt nur 200. Komm, ich will noch mal auf ein anderes Viech treffen als ein Snowball. Da ist es! Das ist das Viech, was ich fangen muss. Oh, es ist ein Snowball. Ich bin enttäuscht von dir. Wieso ist da hier immer nur ein so ein Drecks-Kreatur? Ich muss bei der Nacht wiederkommen. So, Pension. Gibt's hier ein Dingens? Computer, wo ich gar nicht meine Pokémon tauschen könnte. So, Spiels PC. Du hast Zugriff auf Pokémon-Lagerungssystem. Ich leg mal eben
egal wen ich ablege. Wobei, warte. Warte. Ich muss erstmal einen Blick in die Box nehmen. Warte, nein. Nein. Mitnehmen. So, warte, was ist hier drin? Snubbel, Taubsi, Kokuna, Safcon, Kleinstein, Felino, Ratzfratz, Knofensa. Ei. Kann ich ihnen das Ei geben? Ich gebe denen mal das Ei und, ja, das ist lustig, ihnen die Kognitor zu geben. Oh, da kann ich ihnen nur einen Giftfisch geben. Ne, das Ei will ich eigentlich gar nicht. Ich könnte ihnen... Ne, mit Sandern habe ich den Sandviech. Ich könnte ihnen das Ding jetzt hier unten geben. Ich habe mich entschieden. Okay, dann muss ich kurz eins ablegen. Ja, ist egal wen, ich hole mir den gleich wieder. Wie er schreit. Sei nicht traurig, du bist gleich wieder da. Knofensa mitnehmen. So. Okay, jetzt. Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich eines deiner Pokémon aufziehen? Ja. Welches soll ich aufziehen? Oha, jetzt sind fast alle männlich. Ne, warte, männlich. Weiblich. Ach so, warte. Hä? Okay, wahrscheinlich bin ich dumm. Hab ich die Zeichen verwechselt? Weil das so nach oben ging, statt zur Seite. Und bei allem, was ich gesehen habe, gedacht, es ist weiblich. Naja, whatever. Du sollst Knofensa nehmen. Okay, ich kümmere mich um dein Knofensa. Hol es später wieder ab. Nee. Naja, komm, jetzt hol dir deinen. Komm, oh, du schaffst es. Ich will. Wo ist es? Wo ist es da? Z, wie Zubat. Warte, nee, jetzt nicht. Hat er ein Tier auch was zu sagen? Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Nun möchtest du das Ei gut? Nimm es. Du darfst es behalten. Du hast dafür keinen Platz. Will ich das Ei haben? Ey, jetzt habe ich leider zu weit. Komm, okay, nochmal. Ne, warte, jetzt nicht. Ich mach's später. Ich hole mir das Ei später, vielleicht irgendwann. Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Okay.